Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin hier immer noch irgendwo mitten in Ungarn an einem kleinen Truckstop mit Tankstelle und Schlafplatz. Und wir sind immer noch auf dem Weg von Ungarn. Traurig, aber wahr. Ich befinde mich immer noch in Ungarn und ich befinde mich überhaupt noch auf dem Weg von Ungarn nach Kragujevac in Serbien. Mit 3 Tonnen Computerprozessoren. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt weiter. Ich muss gleich wieder in Brasilien einen U-Turn machen. Es geht zumindest bei Tag. Das heißt, ich sehe wieder was von der Landschaft und allgemein. Sind noch 441 Kilometer, das heißt, wir werden das alles noch hier in einem Rutsch schaffen. Ich denke mal, es sollte jetzt keine Probleme geben, sollte es eine, sollte es zu einer Umleitung kommen. Ich denke mal, es wird keine Umleitung geben. Wie gesagt, 437 Kilometer noch. Ich muss mich beeilen. Ich habe noch 5 Stunden 37 und ich brauche 6 Stunden 15. Das Gute ist, ich fahre sowieso mit 75 mit 5 Kilometer pro Stunde über dem Tempolimit jetzt permanent sowieso, weil ich halt den Zeitdruck habe. Aber jetzt ist der Zeitdruck halt wirklich real. Der Zeitdruck ist real. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Musik anhabe für den ganzen anderen Bums, aber ich glaube, ich bekomme eigentlich immer nur einen Telefonanruf-Gedöns. Ich muss noch runter auf 55. Hat sich gelohnt. Weiter wieder mit 75. Hoffentlich ist das nicht wieder so ein On- und Off-Ding nach Serbien. Jetzt mit 70, 50, 70, 50, aber scheinbar ist dem so. Immer geradeaus. Immer geradeaus, wunderbar. Haben wir. Das ist schön hier, dass man hier den Flussnamen auch sieht. Ich bin mir überlegen, ob ich das bei Eurotruck Simulator 2 doch noch erweitere, aber da ich halt angefangen habe mit, wie heißt das, mit den Brückennamen, bleibe ich einfach bei den Brückennamen und nehme nicht die Flussnamen, wie ich jetzt auch in, wie ich das ja in, Dings gemacht habe in Amerika. Im American Truck Simulator, das wollte ich eigentlich sagen, nicht in Amerika. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese So, dann nehmen wir diese Ausfahrt. Ausfahrt. Dann haben wir den Iveco. Ich hoffe ja, dass der S-Way, dass der Iveco ist. Ich weiß nicht, ob es ein Strahl ist, aber dass der Iveco S-Way integriert wird ins Game. Also Mods gibt es bestimmt schon, aber ich hoffe auf ein Vanilla Iveco S-Way. So, es geht jetzt wieder nach Budapest. Oder Richtung Budapest. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Das ist ein Kreisverkehr. Biege nach rechts ab. Was für geradeaus abbiegen? Was für geradeaus ist ein Kreisverkehr, das wollte ich sagen, meine Güte. Hoppala, 85. Ich habe überhaupt gar nicht auf die Geschwindigkeitsbeschränkung geachtet. Muss ich zugeben. Okay, weiter Richtung Budapest. Oder nee, gar nicht wahr. Genau in die andere Richtung. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Danke, dass ich Ausfahrt mich wieder links. reindrängen muss.
Wäre wieder runter auf 50, oder? Ja. Gut eingeschätzt. Für mich aber noch weiter runter. Dass ich das gemerkt habe, dass es für mich noch weiter runter ging. Auf der Autobahn, deswegen fahre ich jetzt hier mit weiter mit 85, sehr schön, auch wenn da eigentlich noch gar nicht die 85 galten laut Navi. Schön weit hier mal Überholvorgang. Schön wäre bei der Geraden, wenn die Quelle nicht so langsam wäre, könnte ich mir vielleicht sowas einschenken, aber okay, scheinbar nicht. Hoppala. Rechts halten. Das war jetzt ungewollt. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ach, jetzt kommen wir sogar zur Maut, okay, das ist jetzt ungünstig. Nimm die Ausfahrt rechts. Mach ich, ich muss mir aber dann nochmal kurz das Getränk dann nochmal kurz zuschließen. Und es geht rein nach Serbien. Das heißt, wir verlassen jetzt erstmal Ungarn, sind jetzt an der ungarisch. Bitte links halten. Serbischen Grenze. Da ich jetzt nicht mich nochmal hinlegen möchte, fahre ich einfach mal hier hinterher. Muss ich ja nicht über den ganzen Parkplatz rüberfahren. Schließlich will ich ja, wie gesagt, nicht mehr schlafen. Alles in Ordnung, gute Weiterfahrt. Das Schöne ist, bei diesem Grenzübergang geht es mit 30 km durch. Das heißt, ich kann hier mit Tempomat fahren. Der Tempomat, der greift ja erst ab 30 km pro Stunde. Von daher sind diese Grenzübergänge mir dann deutlich angenehmer als die ganzen, wo man nur mit 10 oder mit 15 oder mit 20 mehr fahren darf. Oder 25. Gibt es einige Variationen. War schon, haben wir eigentlich schon die Meldung bekommen, von wegen wir sind in Serbien? Ich glaube nicht, oder? Oder ich habe es übersehen. Kann natürlich auch sein, dass ich es übersehen habe. Boah, es kommt jetzt erst. Serbien, sehr schön. Komm, gib Gas. Dann beschleunige auf 90, deswegen beschleunige ich auf 95. Ich musste mich gerade kurz mal ein bisschen reinlehnen, um auch wirklich zu erkennen, auf was ich den Tempomat hochgestellt habe. Aber ich habe ihn tatsächlich auf 95 km pro Stunde hochgestellt. 4 Stunden 18, 3 Stunden 28, okay. 50 Minuten muss ich noch gut machen. Dann bin ich gerade rechtzeitig da. Grad und so weiter. Bevor jetzt noch hier. Och nö, es gibt auch noch Mautstellen. Okay, ich hoffe, es gibt Mautstellen, wo ich halt mit 30 durchbrettern kann. Ohne zu halten. Aber ich glaube, ich muss stoppen, oder? Ne, ich kann durchfahren. Wunderbar. 30. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder? Kann ich überhaupt durch? Mir ist zu. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Mautstelle. Ticket aufbewahren, muss jetzt weiter vorfahren? Ja. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass ich jetzt Geschwindigkeitsbegrenzung. Dass ich jetzt nicht allzu viel Zeit durch Mautstellen verliere. Oder durch die KI. 105 wollte ich jetzt nicht nehmen. 195, perfekt. Ja, die Zeit muss hier eingefahren werden. Aber ich glaube, ich bin gerade ganz gut dabei. Sollte ich vielleicht, ich könnte das eigentlich schaffen,
rechtzeitig doch dort zu sein, ohne Strafe zu bekommen, zu spätes da sein. 206 oder 285 Kilometer nur noch bis ja, bis zur zum Endpunkt, bis zur Endladestelle in Serbien. Da muss man jetzt wieder entfallen. Ich überprüfe dann nochmal bei 200 Kilometern. Ey! Jetzt werde ich hier schon wieder rausgewunken, ne? Nee, gar nicht wahr. Weil ich gar nicht lang will. Oh Gott. Ist das verwirrend gewesen. Aber jetzt ergibt es auch wieder Sinn. Unnötig gebremst, aber gut. Zu spät, passiert. Schön ist ja, dass ich hier wirklich mit 95 durchpassen kann. Und hier würde ich dann jetzt fahren, wenn ich da rechts abgebogen wäre. Ich verstehe. Es geht also hier nach Novi Sad. Ich nehme ja die Bretter weiter gut runter. Als ob. Okay. Ich wundere es gerade, dass das Video gerade so kurz ist bisher. Ich hätte gedacht, das ist schon länger. Aber scheinbar nicht. Gut. Ich habe ja erst die Hälfte der Strecke gefahren, von daher passt das zeitlich sogar ganz gut. War jetzt gerade etwas zu. Warum auch immer überrascht. Zu sehr überrascht. Aber jetzt die nächste Mautstelle. Es könnte aber auch sein, dass es. Entweder eine komplette Mautstelle ist oder jetzt wieder für die Umgehungsstraße, für die, was auch immer da ist. Ja, die gilt nicht für uns, wunderbar. Easy going, das ist ja echt geil hier. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es von ProMods ist oder von SCL Software, aber geil ist geil. Aber so wie ich es bisher sehen kann, ist es noch nicht ausgeschildert. Haben wir jetzt hier eine Haltebucht oder was soll das bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Aber dafür habe ich davon jede Menge. Heilige Scheiße. Was auch immer das jetzt wieder war. Oh, Maut. Also runter auf 40. Da wir hier eine 40er Zone haben. ENP. Kann man jetzt hier einfach durchfahren? Ah, okay, jetzt geht es also doch, aber ganz links. Gut zu wissen. Dann weiß ich zumindest schon mal, wo ich in Serbien fahren muss. Wenn ich es mir einpräge, weiß ich das zumindest dann. Ich habe es zumindest schon einmal getan. Jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern, dass ich es schon mal gemacht habe und dass es möglich ist. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und erwartet die Lieferung pünktlich. Stunden 27 und 1 Stunde 47. Das heißt. Rechts halten. 40 Minuten ungefähr. Wie zu spät sein werde. Mindestens.
Da muss ich jetzt erst abbiegen. Biege nach rechts ab. Belastet. Bitte links halten. Ich werde es wohl doch nicht ganz rechtzeitig schaffen. Ich werde doch wohl mit Verspätung ankommen. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, runter auf 50. Nochmal vielleicht auf 45 sicherheitshalber. Nochmal ein bisschen runter. Jetzt kann ich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr. Achtung. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nee, hier sind nur 60 prinzipiell, deswegen bleibe ich auch bei den 60. Halten. Bei den 65 erstmal. Und dann wirklich wieder Gas zu geben. Da kann ich ja nichts. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mal so und werden hier wieder ausgebremst. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. So, dann fahren wir an Belgrad vorbei. Ich will überlegen, ob ich vielleicht auch nochmal das Ganze ein bisschen höher schalte. Wenn ich jetzt nochmal 100 hier lang fahre. 1,52 und 1,13. Ja, egal. Der Drops, der ist gelutscht. Ich sag's, wie es ist. Da hole ich nichts mehr raus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Drops, der ist gelutscht. Andererseits, je geringer ich zu spät bin, desto weniger bekomme ich abgezogen. Von daher. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sind wir hier eh wieder bei 95 oder 90er, also in der 90er Zone. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, ging jetzt doch ein bisschen bergab da, wollte ich jetzt doch ein bisschen, oh, ja, haben wir schon Platz. Wollte ich allzu viel Geschwindigkeit zu viel haben, 42 Minuten, ja. Mittlerweile gedroppt auf eine halbe Stunde. Sehr schön. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Genau, auf 100 Kilometer pro Stunde. 71 Kilometer nur noch. Achtung, und nochmal eine Mautstelle, das heißt schön rechts halten, also gleich wieder rechts einsortieren. Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin ich schon dabei, runter auf 30, sicherheitshalber. Bei 40 auch super locker flockig gegangen wären. Und wieder hoch auf zumindest 95. Also ein bisschen mehr. Wie gesagt, jede Minute kann ja zählen, um weniger Geld, also um noch mehr Geld zu verlieren. Achtung, ist natürlich riskant, so schnell zu fahren, weil dadurch halt auch Geld verloren gehen kann, aber ja, ist halt die Frage. Da ist halt immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass man halt nicht geblitzt wird. Geschwindigkeitsbegrenzung.
hier wieder runter geht. Und dann Sonne. Ausfahrt rechts nehmen. Das wird gleich ein super Livestream, wenn ich jetzt durch die Sonne die ganze Zeit wieder in die Fresse bekomme. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Oh. Gott, oh Gott. Ja, 6 Euro. Wunderbar, und weiter geht's. Dann bin ich eigentlich auch schon da, ne? Also 32 Minuten habe ich noch. Rechts ab. In 9 Minuten soll ich da sein, also ungefähr 20 Minuten zu spät. Da kommt nichts. Falschen Gang, egal. Immer geradeaus. Oh Gott. Ei. Knappe Kiste. So, dass wir mit 90 hier durchbrettern. Aber gut. Ich bin ja gleich auch in. Ich probiere es noch ein letztes Mal in. Oder ein vorletztes Mal in Kragujevac. Oder Kragujevac? Ich glaube aber ja Kragujevac. Schön, dass er runterbremst, ohne zu bremsen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Finde ich auch sehr geil. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Erst einmal den Kragujevac. Nach links ab. So, jetzt auf das, wenn ich jetzt gucke hier, wie die Kreuzung hier gemacht ist, würde ich sagen, Promotz. Demnächst rechts abbiegen. Wobei ich glaube mittlerweile ist ja Software auch schon den Style mittlerweile hat. Biege nach rechts ab. Zu spät bin ich. Zu spät bin ich, aber ich habe das Beste getan, was aus der Umleitung, was noch rausholen gab. Wir sind da. Och nö. Ich dann noch mal eine Ehrenrunde. Ums Haus von Lisette Logistics herum. Um da ganz angenehm reinzufahren und eins in eins parken zu können. Alle zeigen, wo ich lang muss. Wunderbar, dann würde ich sagen, erfolgreicher Auftrag meiner Weniger, kassieren, bevor ich noch mehr Geld abgezogen bekomme. Und noch mehr zu spät bin. Verspätete Computerprozessoren von Vacharoche Nameni
nach Kragujevac geliefert. Gefahrene Strecke 986 Kilometer, Dauer 23 Stunden 54 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 358 Liter. Insgesamt habe ich 1054,87 € Erfahrungspunkte verloren, weil ich 34 Minuten zu spät war, und habe insgesamt bekommen 21.266,1775 € Erfahrungspunkte und bin jetzt aufgestiegen auf Level 16. Dementsprechend kann ich jetzt auch auf zerbrechliche Fracht Rang 3 gehen, plus 15% höhere Vergütung, Anstieg um 5% für das Auslieferen von zerbrechlicher Fracht. Dann würde ich sagen, gucke ich nochmal kurz, wo der nächste Schlafplatz jetzt hier ist. Einmal links rum, und wir können mal gucken, was für neue Teile freigeschaltet wurden vom Volvo, Radkappen, neue Lackierung, Sonnenblende für den FA Classic, Auspuff, noch eine Lackierung, Getriebe, weitere Lackierung, oh, Wolf Dark und Wolf Light, okay, ich wusste gar nicht, dass es Wolfskins gab, gut zu wissen. Dann das Fahrerhausen-Upgrade, Fahrwerk-Upgrade, Seitenverkleidung-Upgrade, und das war es gewesen. Dann fahre ich nochmal eben kurz zum Schlafplatz. Jetzt gehen wir zur Werkstatt. Reparieren muss ich ja nicht. Okay, wir sind mittlerweile bei 2%. Aber das ist auch nicht ganz so wild. Ich schaue mir mal ein bisschen hier vor. Ein bisschen zu viel vorgeschummelt. Jetzt bin ich schon komplett hoch, komplett reingefahren. Wollte mich eigentlich nur vordrängeln, damit die KI mich auch wirklich reinlässt, aber okay. Ist ja nochmal gut gegangen. Eine Ampel, das ist ja super. Es war so klar. Nee, ist keine Ampel, oder? Keine Ampelanlage. Doch. Aber wie gesagt, das Internet finde ich jetzt nicht mehr so ganz so passend. Das werde ich dann beim nächsten Event dann wieder ändern. Aber solange fahre ich dann einfach jetzt hier mit ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich werde dann oldschool gehen. So ein bisschen mehr Vintage-Look, aber werden wir dann sehen. Die Ampel bekomme ich auch noch nicht. Ich komme erst mit der nächsten Ampelphase rüber. Mit Glück. So, Kontrast wieder vom linken Monitor ein bisschen niedriger gestellt. Wieder auf den Normalzustand. Endlich geht es mir hier voran. Des Wortes. Dann sind wir jetzt hier beim Schlafplatz und halten auch wieder neben einem Volvo. Wie passend. Und dann schauen wir noch mal kurz nach, wohin die Reise im nächsten Video gehen könnte. Und in den nächsten Videos. Von Kragujevac aus. Könnte es unter Umständen, ach du Heiliger. Das ist ein Zweitagestrip, das ist ein Zweitagestrip. Das ist ein Tagestrip. Und das ist ein Zweitagestrip. Wahrscheinlich geht das dann mit LPG nach Ilowa in Polen. An der deutsch-polnischen Grenze. Für
42.862 € oder 21.431 €, wenn man das Ganze mal pro Trip dann sieht. Wäre der Auftrag, der läuft sogar nicht ab. Das wäre also sehr nice. Diese beiden Aufträge laufen ab. Also wird es, sofern es keinen besseren Auftrag gibt, dieser Auftrag werden. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Euro-Truck-Simulator 2 Video wieder.